kommt die bessere Sicherheit. Genau. Und los! Ja, gut sieht das aus. Prima. Ja, ich für heute. Aufräumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, was machst denn du hier? Ja, ich hol dich ab. Schön. Ist doch so üblich am ersten Tag. Hm? Ich hab was mitgebracht. So. Bin ich nicht schon ein bisschen zu alt dafür? Einschulung ist Einschulung. Danke. Bitte. Ich zieh mich schnell um. Ja, aber schnell. Das lasse ich dir da. Ja. Darf man fragen, was Sie beruflich machen? Naja, Bauer halt. Ja, Herr Berger. In dem Fall muss ich Ihnen zu meinem großen Bedauern mitteilen, dass wir Sie leider nicht in unsere Kartei aufnehmen können. Ja, aber wieso? Tut mir aufrichtig leid. Aber auch wir werden immer mehr mit gewissen Ansprüchen konfrontiert. Verstehe schon. Nichts für uns kleinen Leute hier. Dann verraten Sie mir wenigstens, wohin sich so ein hergelaufener Bauer wenden kann. Sehen Sie, es ist so. Ihr Berufsstand ist derzeit nicht zu vermitteln. Es gibt einfach keine Frauen mehr, die sich der Belastung des Landlebens aussetzen möchten. Vielleicht probieren Sie es doch mal in Wien. Dort gibt es Adressen, die Polinnen und Ungarinnen. Danke. Verstehe schon. Seit 30 Jahren renne ich jeden Tag in den Stall. Mir langt's! Das ist doch nicht normal. Dir fehlt doch was. Soll ich einen Doktor rufen? Ich bleib hier bloß mit dem vom Leib. Ich brauche keinen Doktor. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verstanden? Ich hole jetzt einen Doktor. Und dann kümmere ich mich um Sie. Ist nicht gut, schon wieder der Bauch. Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Ich denke, du bist bei Justus in Behandlung. Es ist nur ein kleiner Magen- und Darmvirus, habe ich dir doch schon gesagt. Also, so klein scheint ja nicht zu sein, wenn ich dich so anschaue. Hat er dir denn nichts verschrieben? Nein, wir wollten erst mal abwarten, ob es nicht auch so abklingt. Justus ist sehr sparsam mit Antibiotika. Und bevor das chronisch wird, da schluckt man lieber ein bisschen was. Das haben wir beide mal gelernt. Schönen Gruß an deinen Herrn Doktor. Ich lasse mir gleich heute was verschreiben, okay? Einatmen. Anhalten und ausatmen. Mund auf. Raus mit der Zunge. Ah.
Also ich kann beim besten Willen nichts finden. Ich habe gleich gesagt, Sie können sich die Mühe sparen. Dann müssen Sie zu mir in die Ordination kommen, da kann ich Sie gründlich untersuchen. Bei mir hilft keine Untersuchung, mir hilft nichts. Ja, aber soweit ich das einschätzen kann, da müsste es Ihnen doch eigentlich sehr gut gehen. Ich würde sagen, raus aus den Federn und Sie werden gebraucht. Ich? Gebraucht? Von wem denn? Von der Tochter, vom Enkel, vom Schwiegersohn, vom Bauernhof. Freund, gell? Schwiegerfreund, ja. Mich braucht keiner und ich brauche auch keinen. Was ist passiert? So. Ja? Was ist es? Gell? Na Herr Berger, jetzt reden's doch. Wo ist denn das Knopf? Seitdem ist er wie verwandelt. Nichts mehr essen, nicht reden. Haben Sie nichts anderes zu tun, als zu ratschen? Christel, tut mir leid. Das ging nicht schneller. Ist schon okay. Aber wie? Nein, es geht. Der Kofler Hans wartet schon eine Stunde. Geht's dir nicht gut? Mir? Wieso? Ja, ich weiß nicht, ich frag. Doch. Ich mache im Moment eine Entschlankungskur. Ich hole jetzt den Koblenz. Gott, du sag mal, Hans, du hast dich doch einmal nach einer Aushilfe erkundigt. Hab ich das? Also jetzt tu du nicht so. Du weißt, unser Gemeindeamt schreibt nämlich immer wieder mal Studenten, Agrarökonomen. Agrarökonomen? Ja, die wollen ein Praktikum machen. Da hat sich gerade wieder so einer beworben. Na ja, und da haben wir halt gedacht, du kannst doch bestimmt so einen brauchen, was du da alles allein machen musst. Was soll ich denn mit so einem Seiger? Der hat doch sowieso keine Ahnung von nix. Ja, dann bringst du es ihm eben bei. Ein Student mit zwei linken Händen? Na, danke. Dann mache ich mir lieber gleich alles selber. Der Herr Doktor hat aber gesagt, dass du jetzt gut jemanden brauchen kannst. Extra angerufen hat er vorhin bei mir. Ach, so ist es. Der Doktor steckt also dahinter. Dann besteht einem Doktor einen schönen Gruß. Noch bin ich Manns genug, allein hier mit allem fertig zu werden. Schluss. Aus. Ende. Sei doch nicht so ein Dickschädel. Was ist denn schon dabei? Du hilfst so einem Studenten, dass er anständig was lernt. Und da dafür nimmt er dir ein bisschen was von deiner Arbeit ab. Ich hab da auch schon einen ausgesucht. Schau. Nick heißt er. Hört sich ganz gut an, was er da schreibt. Wahnsinn. Ich hab gewiss Besseres zum Tun. Mein Gott, na, wenigstens anschauen kannst ihn dir doch. Du wirst mich doch nicht blamieren, jetzt, wo ich ihn schon extra hergestellt hab. Also, das ist doch... Du kannst ja immer nur Nein sagen. Aber eins sage ich dir gleich. Das ist die reinste Zeitverschwendung. Du kriegst heute aber eine schöne Ladung Bier. Feuerwehrball. Muss das Ding gelöscht werden. Aha.
ja wahnsinnigen Hunger. Ich denke, du hast eine Magenverstimmung. Ist alles wieder in Ordnung. Justus hat gesagt, wenn ich Hunger habe, kann ich essen, was ich will. Das hat er schon mal gesagt. Und? Sag mal, willst du mir jetzt die gute Laune verderben, wo ich endlich mal Hunger habe? Natürlich nicht. Ich habe Forelle. Trüte mal her. Forelle G. Komm, probieren? Ja, klar. Beim Bergerhof? Ja. Grüß Gott. Ich bin der Nick. Nicole. Nicole Kampen. Ich komme wegen des Praktikums. Was denn? Sie? Ja, die meisten Landwirte nehmen nur Männer. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche es mal auf die Tour. Ja, also. An Ihrer Stelle würde ich nicht so lange beim Güllewagen stehen bleiben. Oder wollen Sie unbedingt die giftigen Dämpfe einatmen? Nein. Wenn Sie schon da sind, dann kommen Sie halt rein. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gern, später. Ich möchte mir zuerst einmal alles anschauen. Darf ich? Also bei der Überproduktion an Milch heutzutage zählt nur noch eins, das Qualitätsprodukt. Wenn man da nicht die Marktlücke aufspürt, ist mittelfristig alles zu spät. Wo haben Sie das denn auswendig gelernt? Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Dafür gehe ich ja schließlich auf die Uni. Um zu lernen, wie moderne Landwirtschaft funktionieren muss. Na ja, also so wie du ausschaust, kannst du wahrscheinlich nicht einmal eine Mistgabel vernünftig anlangen. Also, damit wir uns gleich richtig verstehen. Zweimal in der Woche trainiere ich im Kraftraum. Und ursprünglich habe ich Schlosser gelernt. Studium ist mein zweiter Bildungsweg. Also, was ist jetzt mit dem Praktikum? Ja oder nein? Ja, probieren wir es halt mal. So, ist ein bisschen kalt jetzt, gell? Geht so? Ja. Sie können den Akt rausbringen, ich mache das hier fertig. So, schauen wir mal. Hä? Was ist denn das? Du, das ist sowas wie ein Trafo bei deiner Eisenbahn. Jetzt gleich ein bisschen kitzeln. Mhm. Nicht? Du musst aber Ameisen drin haben, wirst gleich sehen. Jetzt? Mhm. Noch immer keine Ameisen. Na ja, dann funktioniert's nicht, hä? Hallo Margarete! Grüß Gott! Wie geht's mit der neuen Aushilfe? Ja, Mai. Und, hat sich der Vater schon dran gewöhnt? Kommen Sie doch und schauen Sie schnell selbst. Gut. Siehst du es? Jetzt ist es durchs Lab geronnen. Brauchst nur noch die Molke abgießen. Und dann kannst du Leiberl formen. Ja, grüß Sie Gott, Doktor. Darf ich Ihnen die Nicole vorstellen? Das ist also die neue Praktikantin. Ja. Ja. Freut mich sehr. Grüß Gott. Hallstein. Und schon schwer in der Arbeit. Ja, ja, der Hans zeigt mir gerade, wie man Käse zubereitet. Aber den macht er doch schon seit Jahren nicht mehr selber. Naja, das ist nur meinetwegen. Ich muss eine Abschlussarbeit schreiben über moderne Käsezubereitung. Und da muss ich doch wissen, wie wir das früher so gemacht haben. Natürlich. Ja, dann will ich nicht länger stören. Ja. Ja, viel Spaß noch. Danke. Ja, ja.
Das mache ich schon selber. Also, ja, dann gehe ich inzwischen ausmisten. Und seh dich. Ist doch keine Arbeit für dich. Ist doch wunderbar, wenn einer im Alter aus sich rausgeht. Ach, dann wird es wieder besser besorgen. Danke, Frau. Das glaubt man nicht, wenn man es nicht mit den eigenen Augen sieht. Wie der Hans mit der Großstadtschicksen rumpassiert. Schämen sollte sich in dem Alter. Ja, genau. Das ist Raubbau. Raubbau an der eigenen Gesundheit. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich selber so ruinieren kann. Du meinst, dass das... Denn wenn es ein Liebestheater ist, doch Gift bitte in unserem Alter. Ne? Allein diese Aufregung, nicht? Und plötzlich kannst du ein Herzkasperl kriegen und aus ist. Jetzt übertreibst du aber. Ja, bitte, überhaupt übertreibe ich nicht. Es ist ja nicht nur das Herz. Man kann sogar den Verstand verlieren. Wenn man einen hat zu verlieren. Schau dir das in Mannsbild an. Die denken doch sowieso bloß immer nur an das eine. Egal wie alt das sind. Ja, bitte schon, dann wäre es schuld, die Frauen. Ne? Ewig lockt das Weib. Aber Gott sei Dank, mir kann das nicht passieren. Ich habe alles fest im Griff. Na ja, und wer? Willst du es wirklich wissen? Deine alten Tage noch einmal genau wissen, hä? Da weißt du wirklich, dass du bei so einer noch Land kommst, in dein Alter, hä? Was hast du gesagt? Na, wir werden doch noch was sagen dürfen, oder? Wenn du da unbedingt zu Trottel machen lassen willst. Es ist aber genug da. Noch ein Wort und du kriegst nochmal aufs Maul, du! Herr da, du! Schluss jetzt! Bei uns wird nicht aufgehen, lass er los! Kann jeder machen, was er will. Schluss! Und dann gehen wir mal mit dir tanzen. Komm! Ja! Tanz mit! Also, du baust doch mal. Wie ist denn das da drüben? Sei vorsichtig, die hat schon ein. Bist du wahnsinnig? Bist du? Das geht leider nicht mehr. Ich so, Pankrat der Erste. Das ist Pankrat, wenn es Max komme ich gerne den Pferd und Putzen. Ja, ja, aber gib dem Papa. Ich werde ihn anrufen, gell? Ja, bestimmt, gell? Ja, grüß dich. Ja. Rückfall, kein Wunder bei deiner Therapie. Wie meinst du das? Na, das verschleppt sich immer mehr. Bloß weil du hier nichts Vernünftiges verschreibst. Immer so. Oh, wer möchte noch was? Paul! Ja? Wovon sprichst du eigentlich? Von Christels Magen- und Darminfektion, wovon denn sonst? So, und hier auch noch? Bitte. Paul, ich weiß gar nicht, dass die Christel eine Infektion hat. Mir hat sie was von einer Entschlackungskur erzählt. Das ist nicht bei dir. Nein. Was soll das denn? Dann lass es nicht kalt werden, ja? Bon Appetit, Pankrat. Merci. Wär's. Muss schon sagen, nicht schlecht, wenn man seine Schlosser im Haus hat. Was heißt von einer Brotzeit? Oh ja, gern. Weißt was? Wir probieren jetzt unseren eigenen Käse. Ja. Der ist gut geworden. Ja?
ganz vergessen, wie gut das schmeckt. Ja, ja. Selber gemacht ist eben selber gemacht. Ich habe mir da was überlegt, Hans. So. Sollen wir nicht einmal versuchen, unseren Käse zu verkaufen? Spinnst du jetzt? Wieso? Wenn du selber vermarktest, bleibt auch für dich mehr hängen. Das ist eine Riesenchance. Ja, weiß nicht. Wenn wir an einem Strang ziehen, Hans, bringen wir den Hof ganz schön nach vorn. Das kannst du mir glauben. Meinst du wirklich? Okay. Bist du? Sag mal, ich habe gestern mit Justus geredet und das hat sich so angehört, als hätte er keine Ahnung von deiner Infektion. Magst du mir erklären, was das Ganze soll? Ich kann dir das erklären. Ich bin ganz Ohr. Ich wollte dich nicht belügen. Es ist nur so, ich bin... Du bist... Nee, jetzt hör bloß, du kriegst ein Kind. Das ist ja Wahnsinn. Warum hast du mir denn das nicht erzählt? Ich werd irre. Du und ich ein Kind. Du. Ich spendiere ein Champagnerfrühstück für alle, ja? Grüß dich, Gott, Hans. Grüß dich. Ich wollte bloß einmal schauen, wie es dir so geht mit deiner Praktikantin. Ich bin zufrieden. Aha. Du musst dich doch zuerst so dagegen gewehrt hast, gell? Ja. Lieber ein schönes Hemd hast dann, du. Gell? Wunderschön. Die Blumen sind ein bisschen groß. Gell? Nein, das ist wunderbar, besser geht's ja? Nicht. Gut. Was machst du denn da mit dem alten Geraffel? Ich putz den Karskübel. Was hast du denn vor damit? Willst du ihn an das Museum verkaufen, oder was? Nein. Wir verkaufen jetzt unseren eigenen Käse. Euren eigenen Käse verkauft, ja, ja. Du sagst. Mhm. Da schon her. Und warum packt sie nicht selber mit an die Nicole, wenn sie das meint? Die kümmert sich um die Kundschaft. Weißt du, sie möchte mich ja nicht einmischen. Aber könnte es nicht sein, dass du dich von der Nicole... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Du, das ist meine Sache, ja. Ja, aber man macht sich halt so seine Gedanken, gell? Mir wurscht, total wurscht. Hab's ja bloß gut gemeint. Lass mich jetzt bisschen zufrieden, ja? Margarete. Grüß Gott. Was macht er denn der Andi? Er schläft. Sag mal, was ist denn los mit dem Papa? Total gespinnert ist er geworden, seitdem diese Nicole am Hof ist. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Geschrieben. Rohmilchkäse beim Bergerbauern. Ja, die gefällt mir. Und geschäftstüchtig auch noch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die den um den Finger wickelt. Soll ich erst einmal hören, was mir die Margarete so alles erzählt hat? Diese Nicole schwatzt ihm alles mögliche auf.
Der Hans verrennt sich da in was. Ja, schaut ganz so aus. Wahrscheinlich kann das Mädel gar nichts dafür, dass sie sich in sie verschaut hat. Sehr logisch, dass der Hans spinnt. Die vielen Jahre, die er allein gelebt hat. Ich habe ja schon probiert, mit ihm drüber zu reden. Aber er hat partout nichts hören wollen davon. Du, halt dich da lieber raus. Wenn ein Mensch durch die Wand will, kann man nichts machen. Das kann doch nicht gut gehen, Pankratz. Sei doch vernünftig, willst du die Sachen vielleicht weg? Ja, da wirst du einfach zu zuschauen, also ich kann das vernichten. Sei doch vernünftig, da kann man nur warten, bis es vorübergeht. Das Handy. Ja, irgendwas muss man doch... Halt dich da raus! Wenn man sich einmischt, macht man alles eher nur schlimmer, als dass man es besser macht. Prost. Et voilà! Le chef de cuisine présente à ses amis le cotagno traditionnel familial à la mode. Also, Paul, wir wissen ja, dass du ein fantastischer Koch bist, aber würdest du uns jetzt bitte endlich erzählen, warum wir hier so fürstlich verwöhnt werden? Wir platzen vor Neugier. Ja, zwei bitte. Ich habe euch lange genug auf die Folter. Ja, jetzt sag. Ja. Na gut. Also, Madame, Monsieur, es freut mich irrsinnig. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass Christel und ich Nachwuchs kriegen. Das ist doch großartig. Ja, also das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich gratuliere. Du wirst Patenonkel. Ist ja eine Überraschung. Und wann ist es soweit? Naja, es ist schon noch ein Weilchen hin. Noch ein halbes Jahr, sie ist im dritten Monat. Entschuldigt bitte. Mir ist schlecht. Normal. Das weiß ich auch. Christel! Im dritten Monat. Fällt dir dazu nichts ein? Was soll mir dazu einfallen? Du kannst deine grauen Zellen ruhig ein bisschen anstrengen. Ich weiß nicht, was du meinst. Nicht sein, dass Paul gar nicht der Vater ist, sondern du. Kannst du es ausschließen? Mir das passieren muss. Ich könnte mich ohrfeigen. Wir sind alle keine Engel. Verdammt nochmal! Wenn sowas schon passiert, dann sollte man als aufgeklärter Mensch doch wenigstens aufpassen. Wenn mir einer vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich mit der Frau meines besten Freundes. Was nimmst du denn? Kopfschmerztablette. Ich hätte den Gladwigs für verrückt erklärt. Wenn es wirklich dein Kind ist, wie sollen wir in Zukunft damit umgehen? Oder Lisa, ich weiß es doch auch nicht! Glaubst du, es ist leichter für mich zu verkraften? Das hätte dir mit deinen Tango-Tänzer auch passieren können. Ich bin nicht schwanger! Auch nicht.
dass Justus und Lisa sich gestern Abend so schnell verdrückt haben? Das ist schon komisch. Jetzt mach dir doch keine Gedanken. Du weißt ja, was Justus alles zu tun hat. Ja, aber wenn man so einen Grund zum Feiern hat, lässt Justus einen nicht einfach sitzen. Und Lisa schon gar nicht. Die beiden haben das bestimmt nicht böse gemeint. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich denke, die beiden haben ein Problem damit, dass wir ein Kind kriegen. Einfach normal der Verlust ihres eigenen Kindes bewusst geworden. Ich habe mich oft gefragt, wenn Justus so mit meinem Flo rumgetobt ist, wie er das eigentlich verkraftet. Gut schaut das aus. Ich muss schon sagen, du machst deine Sache nicht schlecht. Und das ist erst der Anfang. Auf Dauer können wir uns mit solchen Kleinigkeiten natürlich nicht abgeben. Was? Kleinigkeiten? Also, ich habe mir das heute Nacht einmal genau durchgerechnet. Eine neue Kühlkammer samt der neuen Maschinen. Ja, Moment, wir haben doch gesagt, erst einmal ein kleiner Versuch. Ja, aber das zahlt sich doch nicht aus, Hans. Erst wenn wir das im großen Stil durchziehen, kann sich das wirklich rechnen. Also, insgesamt 300.000 Schilling müsstest du investieren, damit sich's wirklich lohnt. Spinnst du jetzt? Ich meine, selbst wenn ich wollte, ich hab das Geld sowieso nicht. Ja, dann nimmst halt eine Hypothek auf. Was? Schulden machen? Der Berger Hans soll Schulden machen, der Berger nicht. Das klingt aber nicht gut. Es geht schon. Weißt du, von wem es ist? Christel. Weißt du, von wem das Kind ist? Dann lass uns jetzt gemeinsam überlegen, was wir tun können. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Christel, ich will doch nur, dass... Wenn du wirklich was für mich tun willst, dann bitte geh. Wenn du Hilfe brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Damit muss ich alleine klarkommen. Justus? Ja.
eine Weile aus. Hast du mit ihr geredet? Mhm. Und? Sie weiß nicht, von wem das Kind ist. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Wir werden eine Lösung finden. Lisa, da gibt's keine Lösung. Ich habe schon die ganze Nacht darüber nachgedacht. Die Christel hat schon recht. Sie muss selber wissen, was sie zu tun hat. Sie muss zuerst reinen Tisch machen. Ich drücke mich ja nicht davor, aber wie steht die Christel da, wenn ich es dem Paul sage? Hallstein? Ja? Ja. Ja gut, ich komme sofort. Ja, bis gleich. Ich habe noch einen Hausbesuch. Justus. Hä? Erst duschen. Ja. Dass ich Sie treffe. Ich wollte Sie gerade besuchen. Entschuldigen Sie, Herr Konrad, aber mir pressiert. Ja, bitte nur eine Minute. Ich brauche nur einen Gewerbeschein. Mit einem Gewerbeschein? Ja, bitte, für ein Gewerbe. Ich habe nämlich große unternehmerische Pläne. Ach ja? Ja, bitte, ich muss jetzt anfangen, mich selbst zu vermarkten. Ich habe bis jetzt als Hobby habe ich so Kräuter gesammelt und Tinkturen gemacht. Und jetzt will ich diese Produkte marktgerecht vertreiben. Den, Herr Konrad. Ja, bitte schön. Ich habe jetzt ein Haarwuchsmittel erfunden. Aus Melissengeist und Latschenkieferöl. Ich sage Ihnen, ein Wundermittel. Die Leute werden es mir aus der Hand reißen. Sie wissen ja gar nicht, wie viele Leute Probleme mit dem Haarausfall haben. Sonst wissen Sie überhaupt, wie viel Mittel es dagegen gibt, die alle nicht wirken. Bitte meines nicht. Ich hab's doch am eigenen Körper ausprobiert. Sie haben immer genug Haar gehabt. Ja, bitte, es handelt sich doch nicht um die Kopfhaare. Es handelt sich um die Brusthaare. Bitte schön, da, die müssen einfach sprießen. Ja, das ist das Symbol der Männlichkeit. Ja? Lassen Sie es gut sein, Herr Konrad. Ich muss jetzt los. Aber falls Sie es wirklich nicht lassen können, Gewerbescheine gibt es bei der Bezirksverwaltung. Ich bin dafür nicht zuständig. Das ist aber schade. So was brauchen Sie überhaupt einen? Sie verkaufen doch schon seit eh und je Wasserln und Tinkturen unter der Hand. Hat sich doch bis jetzt noch keiner dran gestört, oder? Ja, weil ich mir vielleicht dann auch so eine fesche Assistentin leisten könnte wie der Bergerbauer. Das hätte ich mir an Ihrer Stelle vielleicht noch einmal gut überlegen sehen. Ja, warum denn? Und einatmen bitte. Nochmal einatmen bitte. Ui. Das klingt aber gar nicht nach einer harmlosen Erkältung. Haben Sie solche Beschwerden öfter? Nein. Aufstehen und umdrehen, bitte. So, jetzt noch mal ganz tief einatmen. Irgendwelche Asthmaanfälle? Nein, nie. Noch mal einatmen? Das klingt auch nicht. Habe ich doch gesagt, nein. Rauchen Sie? Nein, auch nicht. Gut, danke. Kann ich mich wieder anziehen? Ja. Dann kann das eigentlich nur eine allergische Reaktion sein. Allergie? Wogegen denn? Das ist eine gute Frage. Als Ursache kommt so ziemlich alles in Betracht. Kommen Sie, nehmen Sie hier. Nehmen Sie das tief in den Mund und tief einatmen. Tief einatmen, gut. Ich lasse Ihnen den Spray da. Irgendwie ist das immer schlimmer geworden. Zuerst hat sie komisch gejuckt, dann ist die Nase gelaufen. Jetzt auch noch der Husten. Haben Sie denn irgendeinen Verdacht, woher das kommen könnte? Überhaupt nicht.
Oh ja. Immer wenn ich in der alten Speisekammer gearbeitet habe, ist es schlimmer geworden. In der Speisekammer? Käse machen. Käse machen. Machen Sie das zum ersten Mal? Eigentlich schon. Das heißt, theoretisch natürlich an der Uni. Mhm. Ich esse doch Käse, solange ich zurückdenken kann. Naja, aber trotzdem, beim Gären und beim Reifen, da entstehen eine Menge chemische Verbindungen, die alle möglichen allergischen Reaktionen auslösen können. Beim fertigen Käse ist es dann wieder abgebaut. Ist doch bloß eine Vermutung. Sicher? Aber wir müssen es trotzdem austesten. Ja, aber das heißt doch dann, dass ich dieses Projekt... Ja. Dass Sie das Projekt aufgeben müssen. Soll denn jetzt aus unserer Sache werden? Wenn du es wirklich willst, kannst du es ja immer noch machen. Hans, ich möchte dich gerne um Entschuldigung bitten. Ich war verdammt egoistisch. Ich habe mich den Teufel um deine Gefühle geschert. Was? Was für Gefühle? Ich will dich ja nicht verletzen, aber... Du und ich... Das ist schon gut, du brauchst es nicht zu sagen. Ich weiß schon. Ich wollte dich nicht ausnutzen, wirklich nicht. Na, na, schon recht. Jetzt musst du aber wirklich einsteigen. Du bist ein feiner Kerl, Hans. Von deiner Sorte könnt's ruhig mehr geben. Mach's gut, Nick, Nicole. Einfach die Wahrheit, was? Weht es schon? Ja, vielleicht hat später noch viel mehr wehgetan, wenn es anders gelaufen wäre. Sie haben gut reden, Doktor. Sie stehen ja nicht die ganze Zeit allein da. Zu zweit ist schon besser, können Sie mal glauben. Haben Sie eine Ahnung? Bevor es gleich weitergeht mit dem Bergdoktor, ein Hinweis auf den großen Sat.1-Film morgen Abend. Nackt im Cabrio, eine lustige Filmkomödie um Rosa, eine Frau, die ihre Freundin Verena als Kandidatin für eine Singleshow anmeldet. Die Freundin ist nämlich kurz davor, einen echten Langweiler zu heiraten und das will Rosa verhindern. Es wird mächtig turbulent und es kommt zu jeder Menge Verwechslungen. Nackt im Cabrio, morgen Abend hier in Sat.1. Und jetzt geht's wie gesagt weiter mit der zweiten Folge des Bergdoktors.